Boom! Ross Daniel alongside DJ Irie. Blessed is the man who walketh in the counsel of the righteous. We have to keep the faith, my brethren and sisters. Big up Rocksteady Fred, Reggae Rose Crew, man like C. Brown and all conscious artists out there. Keeping the faith for a better tomorrow. Peace and love every time. They tell you King Selassie and him are the foundation. From back in the days of David and Solomon, the queen of all trees and naturally bless up the land. Before the western religion to mash up the plan. Few got the ivy before the plantations, and the slave master with them sugarcane plan. To make the white rum, the bloody money in a hand. What them thinking, me just can't understand. Videos von Cannabisaufzucht und der Ernte oder Weiterverarbeitung werden von YouTube mit einer 18er-Sperre belegt, weshalb ich auf das Einblenden von Videomaterial verzichte. Somit wird Zensur geübt und dafür gesorgt, dass sich die Reichweite drastisch reduziert. Wer so ein Video sehen will, muss sich anmelden und zusätzlich sein Alter verifizieren. Die meisten YouTube-Nutzer machen das nicht. Zum Vergleich, gebt mal Hopfenernte oder selber Bierbrauen ein. Diese Videos sind frei zugänglich und zeigen die ganze Verlogenheit der Drogenprohibition. Drogen sind nur Drogen, wenn sie als illegal gebrandmarkt und von den angeblich Falschen konsumiert wie verkauft werden. Werden sie aber in Form von Alkohol, Kaffee, Zigaretten und Psychopharmaka verkauft, dann sind sie keine Drogen mehr. Ein Ende der Drogenprohibition ist längst überfällig und der Krieg gegen die Drogen ist ein Krieg gegen ein unerwünschtes Verhalten von Menschen, die sich dem Staat nicht unterwerfen wollen. Das ist der wahre Grund für den Prohibitionismus. Put the ganja in me lungs and take a moment to give thanks where the vibes are come from. Blessed is the man who walk it not with the dumb, while the foolish and the wicked man I look like good fun. Member most high, Jah him always number one. So loving on this life and I go get another one. So me chant it on the youths and I go living on the slum. And me dedicate this one to the one of Bingy Drum. Z wie Züchter. Und was das mit GMO zu tun hat. Wer sich in der Branche wirklich auskennt und weiß, wie es geht, sind die Züchter. Doch hier sollte man schon unterscheiden zwischen denen, die tatsächlich welche sind und denen, die meinen, welche zu sein. Ein echter Züchter weiß, was er tut, alle anderen meinen nur, das zu wissen. Wer lernen will, wie man growt, der muss sich an den Züchtern orientieren. Warum? Weil der Züchter das volle Potenzial einer Pflanze ausschöpfen muss, um überhaupt das Profil zu erkennen, welches er dann zum Maßstab dessen nimmt, womit er weiter arbeiten kann. Der Begriff GMO, Genetic Manipulated Organism, ist von ein paar so radikalen, unwissenden Umweltschutzfanatikern falsch verstanden worden und somit in ein falsches Licht gerückt worden. Weil eben Dummheit und Fanatismus die falschen Ratgeber sind und manche auch dumm und radikal sein wollen, weil sie genau wissen, sonst nichts drauf zu haben, außer anderen vorzuschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben. Auch eine Form von Prohibitionismus, vielmehr noch aber Ausdruck mangelnder Intelligenz. Jeder Züchter, ob er Möpse, Dackel, Katzen, Kaninchen, Rosen, Orchideen oder Cannabis züchtet, betreibt GMO, indem er von ihm selektierte und für besonders erhaltenswerte Exemplare einer Varietät mit denen einer anderen kreuzt. Heißt, Züchten ist Genmanipulation und auch nichts Schlechtes, denn wir Menschen machen auch nichts anderes, wenn wir uns fortpflanzen. Wenn sich ein weißer Mann aus Westeuropa mit einer asiatischen Frau aus Südostasien paart, geht aus dieser Züchtung eben auch ein Kind hervor, das anders sein wird, als hätte er sich mit einer Österreicherin oder einer Australierin gepaart. Hier muss man eben klar differenzieren und auch mir schmeckt es nicht, dass die israelische Firma CanBreed per CRISPR-Cas9-Methode, also per Genschere, neues Cannabis im Labor designt. Doch was soll ich machen? Ich kann nur hoffen, dass man in Deutschland, sollte tatsächlich legalisiert werden, dem ein Riegel vorgeschoben wird. Doch sobald die ersten dieser Laborpflanzen auf den Feldern stehen und Israel ist nicht weit genug weg, besteht aber auch hier die Chance, dass Pollen nach Europa geweht wird oder anderes israelisches Cannabis bestäubt, das irgendwann und irgendwie einen Weg nach Europa findet und somit viele andere Varietäten ebenfalls infiziert. Doch das ist auch Teil einer Legalisierung und wir haben es in der Hand, damit umzugehen. Früher, vor der Legalisierung, war das nur ein Mythos und eine urbane Legende, was heute Realität ist. Denn es spielen eben jetzt Interessen von Großkonzernen eine Rolle, die Milliarden über Milliarden von Dollars bereit sind zu investieren, weil sie nur eins kennen, ein prohibitionsbasiertes Geschäftsmodell zu legalisieren.
Anstatt die Sache für die Menschen zu regeln, wird wieder mal nur für das Kapital geregelt und man sieht die kleinen Schweinsäuglein der Korrupten und Verkommenen in Politik und Wirtschaft richtig funkeln und wie ihnen der Geifer im Mund zusammenläuft, wenn sie von den potenziellen Milliardenprofiten hören, die man dem OK abjagen kann. Würde man allerdings richtig legalisieren, dann wäre der Schwarzmarkt schneller erledigt, als jeder Kapitalist Milliardengewinn mit Cannabis aussprechen kann. Denn die würden dann ebenfalls mit dem Ofenrohr ins Gebirge blicken, also in die Leere ihres Herzens und in die Trostlosigkeit ihres Verstandes. Deswegen kann man sich nur dafür stark machen, dass ein Eigenanbau legalisiert wird, denn dann kann es einem egal sein, wer wie viel McStarbucks-Weed anbaut und wie viel für den Dreck dann verlangt wird. Denn, und das sage ich auch voraus, die echten Connoisseure und Grauer werden sowieso weiter anbauen, egal ob es legalisiert wird oder nicht. Da macht es dann auch keinen Sinn, davon zu träumen, eine Lizenz zu bekommen oder den großen Einhalt zu gebieten. Denn darauf wird es hinauslaufen. Es wird eine Konzernlegalisierung und die alten Haudegen werden sich ihre Nischen suchen, doch das haben sie bereits und jeder, der über genug Sachverstand verfügt, weiß auch, dass das Geschäft dann woanders gemacht wird, nicht in der Produktion oder dem Vertrieb. Daran erkennt man dann die richtigen Experten, die davon träumen und andere, die für Experten gehalten werden, danach fragen müssen, was sie denn bei einer Legalisierung für Geschäftsideen umsetzen können. Zur Antwort bekommen sie dann oft gar nichts oder nur Gewäsch, denn die Befragten haben von der Materie genauso wenig Ahnung wie die Fragesteller. Sie glauben es aber halt und lassen wir ihnen die Freude. Darunter fällt auch die von Zuversicht, Naivität und Selbstbeschwichtigung getränkte Aussage, die großen Industriegrauer würden sich sowieso selbst zerlegen, weil man in so großem Maßstab gar nicht anbauen kann, weshalb man viele kleine und mittlere bräuchte und das bei der Lizenzierung gleich berücksichtigen müsse. Denn dann, so glauben diese Pseudo-Experten, seien sie am Drücker. Diese Aussage ist an Inkompetenz nicht zu toppen und zeugt von totalem Unvermögen, die Sachlage richtig zu analysieren und zu bewerten. Solche Grauer gibt es viel zu viele und sie halten sich dann auch noch für die großen Experten und geben anderen schlaue Ratschläge, die dann wiederum einem Publikum von Tausenden als korrekt präsentiert wird. Wer schon mal über ein 15.000 Pflanzen umfassendes Feld auf Jamaika oder in Afrika geschlendert ist und weiß, dass es noch gewaltigere gibt und gab, der weiß auch, dass eine solche Aussage von totaler Unkenntnis der Materie zeugt, denn was bitte unterscheidet Cannabis von anderen Pflanzen, die in industriellem Maßstab angebaut werden? Nichts. Außer dem Preis, doch das ist eben ein Prohibitionsmodell und hat mit dem tatsächlichen, echten Preis nichts zu tun. Von solchen Leuten heißt es dann, ich hätte ja keine Ahnung und ich würde nicht wissen, wovon ich rede. Das ist deren Meinung und die dürfen sie auch gerne haben. Doch im Gegensatz zu denen habe ich schon mal von El Bufalo gehört, einem Feld in Mexiko oder vielmehr einer Anbaufläche von insgesamt sage und schreibe 500 Hektar, auf der Cannabis angebaut wurde. Dort arbeiteten über 10.000 Bauern und besorgten einen Großteil der Versorgung der USA mit Brickweed. Das war in den 80ern und erst dieses Jahr wurde ein Feld in der Nähe von Los Angeles entdeckt, auf dem 375.000 Pflanzen standen. Also, so viel dazu, in großem Maßstab könnte man nicht anbauen. Wenn wir schon bei Mythen und Falschaussagen sind, die auf Inkompetenz und Unwissenheit basieren, ebenfalls im Zusammenhang mit den großen industriellen Graus, sollte auch eben klar sein, dass diese branchenfremden Investoren aus der Riege der Großkonzerne keine Ahnung haben von dem, was sie tun. Früher haben solche Leute die echten Grauer und Züchter nur belächelt und noch bis heute tun sie das. Doch nur so lange, bis ihnen ihre Inkompetenz millionenfach um die Ohren fliegt. Ehemals Tweed, heute Canopy Growth, der weltgrößte Produzent von medizinischem und mittlerweile Ragweed, war kurz davor, die Segel zu streichen, weil sie es einfach nicht auf die Reihe bekamen, was der Underground ein halbes Jahrhundert teilweise von Analphabeten praktiziert vorgeführt hat. Sie holten sich also Hilfe bei den echten Checkern. Seit ein paar Jahren arbeiten Don und Aaron von DNA Genetics für Canopy und seitdem läuft es. Erst dank deren Hilfe konnte Canopy zum größten Player im Business werden. Somit ist klar, wie meine Wertschätzung gilt, unabhängig davon war das auch schon immer klar, doch um es zu verdeutlichen, passt es einfach hervorragend. Die Züchter stellen die Oberliga der Grauer dar und an deren Expertise gilt es sich zu messen. Ich will niemandem zu nahe treten und keinem unterstellen, er sei kein Züchter. Außerdem ist aufgrund meiner Kenntnis der Materie, obwohl ich kein Züchter war, sondern nur Grauer, eine Vorauswahl getroffen worden. Ich habe niemals einfach Saatgut bestellt, weil es billig war oder weil der Name toll klang. Zuerst habe ich mir die Website der Seedbanks angeschaut und mir daraufhin ein Urteil gebildet. Obwohl die Seedbanks zu der Zeit, als ich das erste Mal in Amsterdam aufbrach, vor gut 20 Jahren, um Samen zu kaufen, noch gar keine Websites hatten oder diese eher primitiv daherkamen.
Doch ganz ehrlich, ich kann mich auch nicht mehr so genau daran erinnern. Ich kann mich aber erinnern, dass ich Dutch Passion ausgewählt habe, nachdem ich ein Jorge Cervantes Buch gelesen habe, dass es sich dabei um die Erfinder der feminisierten Cannabis-Samen handelte. Mir war natürlich sofort klar, welchen Vorteil das bieten würde, sich nämlich nicht damit herumärgern zu müssen, erstmal das Geschlecht zu bestimmen und dann im Zweifel die Hälfte der 10 gekauften Samen auszusortieren, vielleicht sogar 6 oder 7. Für mich im Prohibitionistenparadies biersaufender, gottesfürchtiger Dummköpfe mit den intellektuellen Fähigkeiten eines Dreijährigen, regiert von Amigos, für die Korruption im Lastenheft als Tugend gelistet wird, ehe man sich für eine politische Laufbahn empfiehlt, war das nur logisch. Ich wollte eben keinen unnötigen Platz verschwenden, kein Kilowatt Strom oder auch nur einen Krümel Erde, jedes Gramm Pflanzenmaterial und jeder Kubikzentimeter Erde, der entsorgt werden muss, aber keinen Ertrag bringt, erhöht das Risiko von Entdeckung ohne entsprechenden Return. Wenn ich schon gefickt werde, so dachte ich, dann wenigstens mit richtig viel guten Dope und nicht wegen 2 Sack verräterischer Wurzelballen und einem halben Kilo Stämme und Blätter männlicher Pflanzen, die keinen Wert haben. Da sehe ich vor meinem geistigen Auge gerade noch den dampfenden Haufen Perlite und wurzeldurchsetzter Erde, die ich mit meinem Kumpel mitten in der Nacht auf einem Feld ablud, weil wir nicht wussten, wohin mit dem Zeug. So kam ich also zu Dutch Passion und den ersten Saatguteinkauf meines Lebens werde ich ebenso wenig vergessen wie das einige Monate später geerntete Ergebnis und den ersten Joint. Die ersten Varietäten, die ich mit nach Hause brachte, waren Oasis und Dreamweaver, meines Wissens beide nicht mehr im Angebot. Über die Jahre arbeitete ich dann mit knapp 500 Seeds, die aus einer der feminisierten Oasis stammten, die sich dank zufälliger Rhodilisation selbst bestäubte und mir diesen Segen bescherte. Dazu das Video mit dem Buchstaben F. Dabei sei das Video mit dem Buchstaben F empfohlen für feminisiert. Dabei sei gleich angemerkt, die Qualität unterschied sich kaum, doch als ich später einmal wieder Samen im Gras aus Selbstbestäubung der F2-Generation fand, also F3, war die Qualität lange nicht mehr so gut wie bei den in Amsterdam erstandenen F1 und den daraus entstandenen F2. Egal welchen Samen mal, egal wo kauft, bei guten Seedbanks ist selbstredend immer die Generation F1 in der Packung. Man sollte sich die Seedbank, bei der man kauft, genau ansehen und abschätzen. Wenn man von sogenannten Züchtern hört, dass sie mit gekauftem Saatgut oder dem aus einem Bad gepulten Samen von Gras eine Varietät gezüchtet haben, die sie dann gegen Bezahlung anbieten, dann sollte man vorsichtig sein. Das sind in der Regel Leute, die nicht die leiseste Ahnung haben und noch nicht mal wissen, was der Unterschied einer P1 und einer F1 ist. Ich will nicht verhehlen, dass es schon züchterische Maßnahmen gibt, die eine Züchtung mit einer F1 unmöglich machen, doch meines Wissens braucht es dazu immer mindestens einen Teil des P1-Elternpaares. Woher soll ein Kunde die bekommen? Überhaupt ist das Züchten ein mindestens genauso umkämpftes Geschäft wie das Grauen an sich, denn die Konkurrenz schläft nicht und wird täglich größer. Zu meiner Zeit, also Ende der 90er, Anfang 2000er, gab es in Holland vielleicht 1 oder 2 Dutzend Seedbanks. In Kalifornien und Kanada gab es noch etliche und einige in Spanien. Ansonsten war es das und der Markt war übersauber. Doch heute haben wir laut seedfinder.eu über 1200 Seedbanks, die als etabliert bezeichnet werden. Das sagt aber noch lange nichts über deren Qualität und ich bezweifle, dass auch nur 10% davon etwas taugen. Warum das so ist? Ganz einfach, eine bestäubte weibliche Cannabispflanze ist imstande, mal locker 50.000 plus Samen zu erzeugen. Hier spielen natürlich auch viele Faktoren eine Rolle, doch in optimalen Bedingungen und einer entsprechenden Pflanzenhöhe kein Problem. Doch seien wir konservativ und rechnen nur mit 10.000 Samen, die dann für Schnäppchenpreise angeboten und 3 Euro pro Stück verkauft werden. Im Gegenzug lassen wir die Pflanze bei besten Bedingungen in Spanien oder Portugals Atlantikküste ungehindert wachsen, kommen wir im besten Fall auf 2 Kilo Batz, wenn wir dieselbe Pflanze nicht bestäubt hätten. Bei Großhandelspreisen, wie sie die holländischen Coffeeshops bezahlen, sprechen wir von 2.500 bis 3.500 Euro pro Kilo und eben nicht den utopischen 10 Euro aufwärts, die dann von den Strafverfolgungsbehörden so gerne angesetzt werden und von einem Straßenverkaufswert fabulieren, der sich in Dimensionen bewegt, die zumindest mit der Realität meistens nichts zu tun haben. Nehmen wir ein Indoor-Grow mit einer Pflanze, die 100 Gramm Batz produziert als Beispiel und eine exakte Kopie als Vergleichspflanze, die bestäubt 1000 Samen produziert, wird der Unterschied genauso deutlich wie mit dem ersten Beispiel. Man kann sich ja ausrechnen, welch Riesengeschäft das ist und um welche Gewinne es hier geht. Dieser Unterschied ist ja auch irgendwie verständlich, wenn man sich auch Seedbanks ansieht, die teilweise 10 bis 15 Euro für einen einzigen Samen verlangen. Denn es kann ja auch locker mal 3, 4, 5 oder noch mehr Jahre dauern, bis eine neue Varietät gezüchtet wurde und manchmal wird daraus aber auch gar nichts. Das muss der Preis natürlich kompensieren. Doch bei diesen Verlockungen gibt es etliche, die sich Samen von verschiedenen Seedbanks kaufen, sie miteinander kreuzen und das Ergebnis dann als etwas Neues mit einem Fantasienamen versehen und verkaufen.
Wie viele es davon gibt, keine Ahnung, doch was ich schon von Leuten gehört habe, die sich selbst als Züchter bezeichneten, aber nicht mal wussten, was die Mendelschen Vererbungsregeln besagen, ist geradezu haarsträubend. Es gibt auch keinen Ratgeber oder eine Checkliste, die man heranziehen könnte, um das zu verifizieren. Zum Beispiel wird Greenhouse Seeds in Holland der Firma von Arjan Roskam gerne seit längerem und immer wieder unterstellt, es handle sich dabei um eine Kommerzmaschinerie, die keine Qualität produzieren würde, sondern nur Kappreise eingeheimst hätte. Ich habe mit den Seeds zwar nicht die besten Erfahrungen gemacht, aber das resultierende Dope war ganz in Ordnung. Ich weiß, der HTCC war schon immer eine recht chaotische Veranstaltung und die meisten, die sich dort versammelten, sahen es auch einfach als ein Event, das man wahrnehmen sollte oder vielleicht sogar musste. Man traf dort Gleichgesinnte aus der ganzen Welt, man konnte Kontakte knüpfen und Geschäfte machen. Doch meines Wissens gab es zu keiner Zeit auch nur einen ernstzunehmenden Grauer oder Züchter, der sich darum scherte, wer denn nun einen Preis gewinnen würde. Bis zur Jahrtausendwende war das sowieso egal und ab dann übernahm Big Business. Und ja, Arjan Roskam wird die Chance gesehen und genutzt haben, um seine Firma weltweit bekannt zu machen. Natürlich ist das nicht legitim, doch die einzigen, die sich für Preise interessierten, waren die 0815, ich hau mir die Hocke voll Kiffer, die sowieso keine Ahnung haben, aber nach immer mehr schreien. Mehr THC natürlich, dann aber noch nicht mal in der Lage sind zu erkennen, was der Unterschied zwischen einer 15 oder 20% Varietät ist, denn es ist eben so viel mehr als der absolute THC-Gehalt, der das Raucherlebnis ausmacht. Noch dazu sind die meisten Europäer ja auch nicht in der Lage, Cannabis pur zu rauchen, sondern sie rauchen es mit Tabak gemischt. Ein absolutes No-Go. Ganz zu schweigen davon, dass sie ebenfalls nicht wissen, wie man einen Joint raucht, ja ihnen sogar das Wissen fehlt, ihn richtig anzuzünden. Wobei es schon beim Bauen losgeht und sie auch hier nicht wissen, wie man das macht. Dabei rede ich nicht vom Rollen, sondern wie man Cannabis zerkleinert. Alle anderen interessierten sich, wie gesagt, sowieso nicht für die Gewinner und sahen das Ganze einfach als eine Mega-Party, die man erlebt haben sollte. Der wahre Cup, der quasi echte Cup, fand sowieso nur hinter verschlossenen Türen statt, war ein inoffizielles Event und man bekam nur Zutritt auf persönliche Einladung eines der Veranstalter. The Legions of Hash. Wer dazu eingeladen wurde und wer dort als Sieger hervorging, der konnte sich wirklich was darauf einbilden, denn die Judges, also die Jury, bestand aus der Creme de la Creme der internationalen Cannabis-Szene und es ging weder um Preisgeld oder Ruhm und Ehre, sondern lediglich um die Gewissheit, dabei gewesen zu sein oder eben sogar das beste Haschisch der Welt beigesteuert zu haben, das dann von allen zusammen geraucht wurde. Meines Wissens existiert nicht mal eine Liste und ich kenne auch keinen Namen eines einzigen Siegers, der je veröffentlicht wurde. Heutzutage ist der HTCC ein Event wie so viele andere und wer wirklich wissen will, was die beste Qualität ist, die sich im Umlauf befindet, ist an anderer Stelle besser aufgehoben, dem Emerald Cup. Doch auch hier sollte man sich die Frage stellen, ob es denn tatsächlich die beste Genetik ist, die da prämiert wird, oder ist es vielleicht doch viel mehr die Qualität des Growers, seiner Erde, seines Sachverstands und der Örtlichkeit, an der er anbaut? Die Amerikaner, besonders die Kalifornier in Humboldt und Mendocino County, wo schon die Hippies begannen zu grauen, halten ihre Gegend für das beste Anbaugebiet der Welt und es gibt dort jede Menge Seedbanks. Ob das wirklich so ist, werden Spanier, Holländer, Jamaikaner und etliche andere trefflich bestreiten, doch man kann schon davon ausgehen, dass das Klima in Kalifornien der Qualität von guten Cannabis extrem zuträglich ist und solange keine internationalen Cups möglich sind, Prohibition sei Dank, werden wir es nie erfahren. Das ist übrigens auch ein Punkt, der auf dem HTCC eine Rolle spielte, die man den Verantwortlichen vorwarf, dass jeder quasi jedes Gras einreichen konnte, ob er es selbst angebaut hatte oder nicht. Es soll an der Tagesordnung gewesen sein, sich Grower zu suchen, die Top-Gras angebaut haben und es gegen fürstliche Bezahlung einer Seedbank abgetreten haben. Solche Samples wurden oft genug auch umbenannt und es konnte also vorkommen, dass ein besonderer Genotyp von Seedbank A von einem anonymen Grower angebaut wurde und unter einem Fantasienamen von Seedbank B eingereicht wurde. Sogar wenn Seedbank A ein Sample derselben Varietät eingereicht hatte, trat sie im Endeffekt gegen sich selbst an. Paradox, ein Witz und totaler Bullshit, aber so war es nun mal und es bestätigt nur meinen Standpunkt. Die Varietät spielt nur eine untergeordnete Rolle, denn es liegt viel mehr am Können des Growers als an der Genetik. Da werden manche aufschreien, doch so ist es. Wer nicht in der Lage ist, eine Pflanze perfekt zu grauen, sondern am Ende ein total überdüngtes, mit Pestiziden und Fungiziden am besten noch in Hormon getauchtes Dope anschleppt, das riecht wie Heu, mit Spuren von Metall, nicht richtig brennt und dabei auch noch knistert, dem hilft es auch nichts, wenn die Scheiße dann 20, 25 oder 27% auf der Verpackung stehen hat, denn Scheiße bleibt Scheiße und im Endeffekt muss man dann schon froh sein, wenn es überhaupt auf 10 oder 12% hinausläuft. Dann doch lieber das bis zur Perfektion gegraute Dope, das von Haus aus nur mit 12% angegeben ist, aber das volle Spektrum von Geruch, Geschmack in Mund und Lunge breithält und nicht weniger tönt, vermutlich sogar mehr, denn es macht ja auch viel mehr Spaß, so etwas zu rauchen.
Das sehen aber die Ich-hau-mir-die-Hucke-voll-Idioten nicht und deswegen werden sie auch nie richtiges Staub zu rauchen bekommen oder es nicht erkennen, wenn es vor ihnen liegt. Abgesehen davon spielen nicht nur die anderen Cannabinoide eine Rolle, wodurch sich auch die Wahrnehmung des Konsumenten ändert. CBD beispielsweise balanciert den THC-Gehalt in der Regel aus, heißt, eine Varietät mit niedrigerem THC-Gehalt kann einer Varietät mit hohem, aber auch gleichzeitig höherem CBD-Gehalt durchaus den Eindruck vermitteln, potenter zu sein, obwohl bei Labortests das Gegenteil festgestellt wird. Die Terpene spielen hier eben auch eine Rolle, denn Terpene wie Myrcen und Limonen helfen, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden. Heißt, eine Varietät mit niedrigerem THC-Gehalt, aber einem hohen Anteil der beiden genannten Terpene, kann ebenfalls den Eindruck erwecken, dass es sich dabei um potenteres Material handelt. Es spielen also viel mehr Aspekte eine Rolle als der absolute THC-Gehalt und es ist eigentlich gar nicht wichtig, wer welches geile Dope mit den meisten Auszeichnungen vorweisen kann. Es ist nur wichtig, dass es einem selbst gut gefällt und man damit glücklich ist. Ich zum Beispiel würde mich, sollte ich jemals wieder anbauen oder gar anfangen zu kiffen, immer noch am meisten über Skunk No. 1, Sour Diesel und Oasis freuen. Ganz egal, welche neuen superpotenten Varietäten es auch geben mag, denn ich bevorzugte es sowieso aus meinem Buds Haschisch und Rosin herzustellen und damit steigert sich die Potenz automatisch und in Höhen, die kein Bud je erreichen wird. Obwohl ich kein Geld dafür bekomme und die Seedbanks nicht mal wissen, dass ich existiere und diese Videos mache, empfehle ich einfach mal ein paar, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe. Dutch Passion, Soma Seeds, DynaFem und DNA Genetics. Es gibt noch viel mehr, aber darüber kann ich nichts sagen oder ich sage absichtlich nichts, weil sie nur Schrott verkaufen. Das war das letzte Video des Adventskalenders und ich wünsche euch ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Vielleicht haue ich zum Jahreswechsel ein Video raus, mal schauen. Ansonsten mache ich jetzt erstmal 2 Wochen Pause und dann kommen neue Videos über Cannabis und die Prohibition. In welchem Format und wie häufig, das weiß ich noch nicht, aber das ergibt sich. Bis dahin, euer Philipp Martin Klein, Schriftsteller, Bücherwurm, Filmfan und Drogenaktivist. Knowledge increase. Me burn the fire upon the mark of the beast. Come bring a peace and all our vibes. But the king from the east. When it come to the weed, let me tell you, knowledge increase. Me burn the fire upon the mark of the beast. Come bring a peace and all our vibes. But the king from the east. So don't you dwell upon this evil system. Cause when you do, you just become another victim. Hope them brainwash mentality of Babylon I stifle your mental capacity. Man, I want to see a lovely people, them I go live up in a unity. Peace and love, me see that in our community. Righteousness and all the people, them souls. Me say clean heart, clean mind, yeah, wow, wow. Babylon, the bone of them a pure race. Hold on, my people and my see the day. Me put me hands together, bend pan me right knee. Set me up in kneel and every day. I and I keep the faith. Me just a hold the faith. In a Babylon system, them not right. Them faith. Bless it, bless it. I and I keep the faith. Me just a hold the faith. In a Babylon system, them not right. Hard time living situation getting difficult. For they push pan the people, tension them are building up. We don't mind go do it when the revolution really come. Preparation of the mental food and the kettle drum. Real Rasta man they chant it. And if a ganja make me plant it. Self-reliant in the situation. Now with me life me can't take no more chances. Keep the faith. I and I keep the faith. Me just a hold the faith. In a Babylon system them not rule. Them faith. For real, real. I and I keep the faith. Just a word of faith. In the Babylon system, them now rule. Yo! More love, more life. Rastan, you come chant and say so. Blessed love.